Maler zeigt heute das K-System. Und zwar, da oben hängt was. Na, das sind die Satelliten, die werden heute gezeigt. Ja, Marco, schön, dass du da bist. Du bist zum ersten Mal bei uns, glaube ich, auch am Stand. Du warst noch nie hier bei uns im Kamen, richtig? Genau, richtig. Ich bin gerne mal hier und da und jetzt habt ihr mich endlich mal eingeladen hier. Ach, verlaube immer eingeladen. Ja, Faller, ja, ich bin jetzt mal dabei. Freue mich, hier an diesem Sommerfest teilzunehmen. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Danke, Nada. Danke, dass du auch die Zeit am Wochenende, vor allen Dingen morgen, ist ja auch nochmal 11 bis 18 Uhr, opferst, um hier zu sein, um die Produkte zu präsentieren. Ja, gerne. Und man sieht auch, wenn ich hier oben reinschaue, da oben hängt ja auch was. Mhm. Ja. Ein nachgebildeter Galileo-Satellit. Ich habe diese Fahrzeuge nicht einfach nur so laufen mit Schalter an und aus und jetzt geht's los, Jungs, sondern die Fahrzeuge sind Ultraschall geortet, die halten den Abstand zueinander und ich kann sie an jedem Ort der Anlage lokalisieren. Ich kann sie stoppen und beschleunigen, wo ich will. Das ist eben der Vorteil an dem, wenn ich dann dieses visuelle Abbild habe. Haut mal hier rum. Wir müssen unbedingt hier die visuelle Abbildung mal reinholen. Ich glaube, da wolltest du auch gerade drüber sprechen. Darf ich dir mal das Mikro kurz geben? Schaut mal hier die Abbildung. Das heißt, die Strecke wird automatisch nachgebildet. Kann man sagen, ja, das ist eine Software, die das Fahrzeug letzten Endes nach gewissen Einstellungen und gewissen Einstellparametern, Temperaturen und sowas messungsfrei auf der Anlage die Strecke aufzeichnen lässt, und zwar durch das Fahrzeug selber. Also alles, was ich mal von Hand gebaut habe, was ja bislang ein toter Bereich war, kann jetzt mit K-System ausstaffiert werden. Und das ist ganz gleich, ob analog oder digital. Das bedeutet auch, wenn man hier die Satelliten einsetzt, dann muss man an der Straße nichts aufmachen oder nichts machen. Das, was man der Anlage hat, hat man schon. Das Einzige, was ich immer noch brauche, ist Fahrrad. Fahrrad. Mhm. Ja, das haben wir ja schon seit 30 Jahren erfolgreich verbuddelt, sage ich jetzt mal. Das funktioniert, wenn die Fahrzeuge auch hinsichtlich gut justiert sind. Ja. Also man hat den Fahrrad hier drin, der Schleifer ist drin, also dran an dem Modell. Sonst habe ich noch Abzweigungen verbaut, das ist klar. Ja, klar. Die brauche ich ja, damit die Fahrzeuge auch noch woanders fahren können. Ja, also es ist wie ich halt ganz doof gefragt, das ist nicht so, dass wenn man die Satelliten im Einsatz hat, dann braucht man trotzdem ein Fahrrad am Boden. Ja. Aber die Steuerung ist natürlich genial. Also die meisten, oder ich persönlich, sagen wir, viele kennen es nicht, weil Faller das System am Anfang ja auch etwas exklusiv gehalten hat, damit es nicht überall so erhältlich ist, weil das Produkt ist natürlich sehr beratungsintensiv. Das kann einfach nicht jeder Händler aufnehmen und steht dann doof daneben, ist jetzt vielleicht zu krass gesagt, aber unwissend daneben und kann dem Kunden ja gar nicht weiterhelfen mit dem Produkt, was schon sehr wissensintensiv ist. Können wir so sagen, ja. Das hat wirklich damit was zu tun, dass das Produkt sehr beratungsintensiv ist. Das ist, man kann sagen, ja auch ein Premium-Produkt. Und ich wollte den Handel oder auch den Endkunden nicht alleine lassen, so nach dem Motto, da hat es ein Regal, kauft es einfach, das geht mit gewissen Produkten nicht. Und das hat Faller erfolgreich umgesetzt die letzten Jahre und jetzt konnten wir das auch eben öffnen. Ja. Weil wir jetzt die Sicherheit haben, der Markt hat die Sicherheit. Es funktioniert alles, man kennt es langsam, die Homepage ist ja auch sehr gut gemacht, die Inhalte dort sind sehr mittlerweile hilfreich. Mittlerweile auch umgestellt auf unsere normale Webseite. Ja, das kommt noch dazu. Integriert, hat auch wieder Vorurteile und von daher bringt mir schon sehr Spaß, das Produkt hier auch zu beraten oder zu betreuen. Und man sieht ja an den Teilen, die halten tatsächlich ihren Abstand komplett ein. Man muss nicht dazwischen schalten. Man sieht hier, ohne dass man Stoppelemente im Boden integrieren musste. Ne? Das machst du dann alles über den Satelliten, über die Software. Ne? Genau, die Fahrzeuge haben eine Ultraschallkapsel und senden Ultraschall. Und das empfängt die drei Satelliten und geben das weiter letzten Endes in die Software über den Master. Und von daher kann ich diese Triangulation komplett zeigen und die Fahrzeuge an Ort und Stelle fast schon millimetergenau ablichten. Und wenn jetzt das Bild auf dem Computer 1:1 dem Original ist oder auch andersrum, Original ist 1:1 dem visuellen Bild nach, dann habe ich die beste Abstandssteuerung und Ortsbestimmung sozusagen millimetergenau. Und das bedeutet, ich kann
ganz genau einparken, ich kann vor einer Laderampe halten, ich kann in die Fahrzeughalle fahren, ich kann an der Bushaltestelle exakt halten und weiterfahren, ich kann zur Tankstelle fahren und dort tanken und, also tanken, nicht laden. Und das funktioniert alles. Und im Hintergrund laufen Automatiken, kann ich schreiben. Ich kann aber auch intuitiv eingreifen und zu jeder Zeit stoppen, weiterfahren, langsam fahren. Ich kann Licht hinzuschalten, Markenzeichen hinzuschalten. Wirklich wunderbar. Das kann ich bei einem Fahrzeug exemplarisch vorführen und alle anderen stoppen machen. Okay, gar keine Frage zu, zum K-System. Sondern eine ganz andere Frage, da weiß ich nicht, ob du der Experte dafür bist. Es wurde gefragt, wird von Faller, gibt es dort zukünftig mehr Lasercut-Produkte oder bleibt man weiter dem Crash-Software-Passiv-Interaktor? Also, ja, ein bisschen was kann ich dazu schon zu erzählen. Natürlich bleiben wir dem Kunststoffmodellbau treu. Das hat auch historisch was zu bedeuten, dass wir ja EMB schon Kunststoffmodelle hatten, also bis auf die erste Zeit, wo die Häuser noch aus Holz waren oder mit Plackerfarbe lackiert wurden und in Sägespänen. Aber letzten Endes haben wir ja eine ganze Halle voll mit Formen. Das sind ja unsere Schätze. Und die müssen einfach auch weiter gepflegt werden. Und damit wir sie nicht nur pflegen, die Formen, müssen wir natürlich auch Produkte neu gestalten. Ein Lasercut ist einfach nur eine Bereicherung für Modelle, die man jetzt nicht mal eben in Kunststoff spritzen möchte oder vielleicht auch kann. Ja, weil man halt einfach die Stückzahl nicht umsetzen kann. Ne? Beim Plastik oder Kunststoff braucht man halt ein sehr gutes Modell, damit sich die Form auch lohnt, weil man weiß, von dem Modell werde ich auch so viele verkaufen, dass man die Form wieder reinbekommt. Ne? Genau, Beispiel wäre ja eine kleine Bushaltestelle oder auch ein Jägerstand. Das lohnt sich dann in Lasercut. Dazu gibt es auch den entsprechenden Kleber. Das sind sehr feine Bauteile, aber das ist halt Modellbau. Da muss man immer mit rechnen. Definitiv, ja. Ja, aber euren Kleber haben wir natürlich auch im Sortiment, ist klar, ist ein guter Lasercut-Kleber, benutzen wir ja auch zum Teil. Ja, genau, den gibt's ja auch. Ja, Marco, du bist morgen auch noch da? Ja. Sehr schön, freut mich. Morgen 11 bis 18 Uhr, könnt ihr immer noch die Marco besuchen und Fragen stellen. Ja, dir, gerne, freu mich. Bitte? Ich freue mich. Ja, das freut mich auch. Also schön, dass du da bist, lieben Dank für den Besuch. Und ich sag mal, hab noch einen schönen Tag und wir sehen uns nachher. Auf jeden Fall, vielen Dank. Bestimmt klar.